Ja, wieder herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Ich habe mir ein neues Spiel gekauft und dachte, ach, kannst du dein Lenkrad hier hinstellen, aber mein Zimmer ist noch gar nicht so eingerichtet, dass ich das überhaupt machen kann. Und dann wollte ich eigentlich so einen PlayStation-Controller Project Cars 3 zocken. Ja, aber wie verbinde ich das Ding? Das habe ich mittlerweile herausgefunden und das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Wenn du wissen willst, wie du deinen PlayStation 4-Controller mit dem Windows 10-Rechner verbinden willst, dann bleib dran. Ja, der erste Schritt ist einmal, dass wir hier unten auf Start gehen und dann gehen wir hier auf das Zahnrad für die Einstellungen und oben Geräte, da steht Bluetooth. Natürlich benötigen wir dafür Bluetooth. Ihr seht schon, ich habe einen Wireless-Controller gekoppelt, das ist jetzt ein ganz anderer Controller. Aber wir wollen ja jetzt unseren PlayStation-Controller koppeln und wir gehen jetzt hier auf Hinzufügen. Ihr seht jetzt, da sind allerhand Bluetooth-Geräte gleich vorhanden. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall den PlayStation-Knopf und den Share-Button gleichzeitig drücken. Da geht meine PlayStation auch schon an, weil das ist ja noch damit verbunden. Und wenn wir das Ganze hier gleichzeitig gedrückt haben, seht ihr, und wenn das hier jetzt so ein Flash-Mode gibt, dann ist der bereit für eine Bluetooth-Verbindung. Und dann müsste der auch gleich hier auftauchen. Wireless Controller Eingabe. Das ist der Controller. Und wenn das verbunden ist, ja, dann ist das Blinken vorbei. Und wir können jetzt hier unseren PlayStation 4 Controller, dieser DualShock, keine Ahnung, was das hier ist, ja, zum Zocken verwenden am Rechner. Ganz cool, nicht schlecht, total einfach. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, PlayStation-Knopf und Share-Button drücken, bis das auf jeden Fall anfängt zu blinken. Ihr braucht keine Software herunterladen oder sonstiges, wie es überall gezeigt wird. Wer weiß, was in der Software ist, manchmal weiß man das nicht. Wenn sie gratis ist, kann das sein, dass da auch irgendwas Unschönes drin ist. Auf jeden Fall total einfach und simpel das Gerät verbinden. Dann könnt ihr damit zum Beispiel, Rennspiele zocken oder sonstiges, dann müsst ihr halt die Einstellungen und die Tastenbelegungen selber anpassen. Aber an sich habe ich festgestellt, Project Cars ist jetzt hier, wenn ich jetzt hier mit Gas gebe und lenke mit den Analog-Sticks oder was das hier auch immer ist, da ist das total angenehm zu zocken, macht Spaß und ja, hatte ich eh rumfliegen mit meiner PlayStation und ja. Was soll ich sagen? Dasselbe ist aber auch bei dem Controller von Action, den habe ich da jetzt auch gekauft für 20 Euro, habe ich ausprobiert. Und die Einrichtung ist genau die gleiche und funktioniert ebenfalls ganz gut. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich immer über ein Abo. Auch die Glocke aktivieren ist nicht schlecht, wenn du halt weitere meiner Videos sehen möchtest. Ich danke fürs Einschalten und ein Daumen nach oben ist immer cool. Fragen dazu, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Björn.